Es gab im Berichtszeitraum ja auch eine hochriskante Angelegenheit, um die es jetzt geht. Und ich meine nicht das Risiko, bei einem Spielstand von 4:0 gegen Schweden einfach mal den Platz zu verlassen. Nein, sondern das Risiko, etwas zu tun, was noch nie ein Mensch vorher gemacht hat. Chin Meyer zum Beispiel hat diesen Text noch nie öffentlich vorgetragen. Es ist wahr. Er hat uns nicht belogen. Und es war ein Risiko. Felix Baumgartner hat sich aus dem All auf die Erde gestürzt. Ein Österreicher. Und ich bin ganz froh, dass er das über Amerika gemacht hat und nicht über Österreich, weil ich denke, aus der Höhe kann man Österreich auch leicht mal verpassen. Ne? Ne, da platscht man dann bei Passau in die Donau oder vielleicht gleich ins Mittelmeer und dann kommen da irgendwelche schlecht gelaunten italienischen Grenzer an und schicken ihn da hin zurück, wo er hergekommen ist. Also 50 Millionen Euro hat Red Bull sich den Spaß kosten lassen. Und mir fallen da übrigens noch andere ein, die ebenfalls dramatisch durch den luftleeren Raum trudeln und nur über einen viel zu kleinen Rettungsschirm verfügen. Der Euro. Ja, ich meine, warum gibt Red Bull nicht da mal 50 Millionen? Der kann doch auch ganz tolle Sprünge machen, vor allen Dingen nach unten. Ne? Überhaupt gibt es viele Kandidaten, die noch viel überzeugender springen als Baumgartner. Ne? Dominik Strauß-Kahn. Ne? Einmal über den Atlantik. Seitlich, aber ne? Ein seitlicher Sprung und über den Atlantik rüber. Und der war auch in 4 Minuten fertig. Ja? Also das. Meine Cousine meinte übrigens gleich, das hat Red Bull doch nur gemacht, weil das Zeug angeblich Flügel verleiht. Und sagt sich zu mir, weißt du, wer sonst noch Flügel verleiht? Always Ultra. Ne? Die sollten lieber mal meine Periode mit 50 Millionen sponsern. Ja, da bleibt doch was für Afrikanerinnen über oder so. Aber das zeigt doch, dass unser Gehirn nicht auf große Zahlen ausgerichtet ist und investieren. Ne? Wir können Risiken nicht korrekt einschätzen. Ne? Einfaches Beispiel, die größte Angst der Deutschen. Wissen Sie, was das ist? Schlechtes Wetter. 66% fürchten sich vor Regen, ja, und vor Unwetter. Da direkt dahinter kommt die Angst vor Terror, 47%. Ja, und das hat natürlich seltsame Blüten getrieben. Ich erinnere mich noch, vor 2 Jahren gab es aus dem Innenministerium eine Terrorwarnung. Da hieß es, Anschläge in Deutschland vor Ende des Monats November 2010 höchstwahrscheinlich. So, jetzt frage ich Sie, was ist damals passiert? Nix. Ne, vielleicht muss man das diesen Terroristen auch mal kommunizieren. Ja, wir leben in Deutschland, wir haben gewisse Werte. Pünktlichkeit ist einer davon. Ne, und wenn die Lieferfristen für ihren blöden Terror nicht auf die Reihe kriegen, ne, dann muss man auch mal Konsequenzen ziehen. Ja? Wenn die irgendwie das nächste Mal mit ihren Bombengürteln einreisen wollen, tut uns leid, zu spät, kein Bedarf mehr. Ne? Wenn es um die Verbreitung von Angst und Schrecken geht, haben wir einheimisches Personal, wir haben eine Regierung. Brauchen wir keine pakistanischen Subunternehmer. Ne? Also mal ganz klar sagen, wo die Latte hängt. Wir machen uns Sorgen um die falschen Dinge. Wilde Tiere bringen uns um den Verstand. Ne? So Schlagzeilen wie Wölfe in der Lausitz. Ne? Weil wir hören, dass Wölfe in der Lausitz und tief innen drin das Reptilienhirn denkt, oh mein Gott, Wölfe in der Lausitz, Hilfe, mein Schaf. Ne? Keiner von uns hat ein verdammtes Schaf, ja, aber das ist die erste Assoziation. Ich gebe Ihnen ein paar wilde Tiere zur Auswahl und Sie sagen mir bitte, welches Tier das gefährlichste ist. Ne? Die Tiere in der Auswahl sind Wolf, Bär, Hai, Reh, Schlange, Skorpion. So, welches Tier ist das gefährlichste? Skorpion? Ne? Falsch. Wie bitte, Bär? Auch nicht. Ich sag's Ihnen, das Reh. Rehe töten 7-mal so viele Menschen wie alle anderen wilden Tiere zusammen. Ja, es gibt eine wachsende Anzahl von Taliban-Bambis, ne, die sich ohne Rücksicht auf Verluste vor ihr Auto knallen, sie gemeinsam ins Paradies befördern. Taliban-Bambis töten übrigens auch sehr viel mehr Menschen als Taliban selbst. Stelle ich mir auch kompliziert vor. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Taliban. Ja, Sie haben irgendwann endlich Ihren heiß ersehnten Terroranschlag verübt.
Sie haben dabei 4 amerikanische Autos umgepustet, 17 Glaubensbrüder umgebracht. Sie kommen endlich im Paradies an. Sie wollen sich ihre heiß ersehnte Belohnung abholen. Wer schon mal den ganzen Jungfrauen durch? Der verdammte Rehbock. Das killt doch die Motivation, ja? Und ein weiteres Beispiel falsch verstandener Panikeinschätzungen und Risikokalkulationen. Ich gebe mal 3 Zahlen von Todesarten, weltweiten Todesarten, gewaltsamen Todesarten und 3 Todesarten, die dazugehören. Die Zahlen sind 300.000, 500.000, 800.000, das sind Zahlen aus dem Jahr 2006, sind aber in etwa jedes Jahr gleich. So, die sind umgekommen entweder durch Mord, durch Krieg oder Selbstmord. Was schätzen Sie? 300.000, wodurch kommen die jedes Jahr um? Mord ist falsch? Selbstmord ist auch falsch, Krieg bleibt über. Krieg ist zu viel, ne? 300.000 im Krieg ist unangenehm, aber 300.000. 500.000, wodurch kommen die um? Mord ist richtig. 800.000 Selbstmord. Und das ist das Irre. Sie selbst sind ihr größter Feind. Ja, ein Spaziergang durch Bagdad ist wesentlich sicherer als ein Abend allein daheim. So sieht's aus. Dankeschön!